Warten auf Ergebnis. Ein Mitarbeiter im Kanzleramt hat Corona. Das Testergebnis von Sebastian Kurz könnte heute noch vorliegen. Wir schalten zu unserem Reporter Harald Jungreuth-Meyer direkt vors Kanzleramt. Bröckelndes Glitzern. Die Firma Swarovski wird 1000 Mitarbeiterinnen in Tirol kündigen müssen. Wir sprechen über die schwere Krise am Arbeitsmarkt und im Studio ist SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Und Leben im Gemeindebau. Eine neue Ausstellung in Wien zeigt, wie Menschen, die in ähnlichen Wohnungen leben, ganz Unterschiedliches daraus machen. Dass das Coronavirus auch vor den Präsidenten, Premierministern, Kanzlern dieser Welt nicht Halt macht, das wissen wir ja mittlerweile. Ganz herzlich willkommen zur ZIP-Nacht. Der eine, der wartet jetzt noch auf sein Ergebnis. Ein enger Mitarbeiter von Sebastian Kurz ist positiv. Der Kanzler selbst könnte es auch sein. Der andere, US-Präsident Donald Trump, befindet sich auf dem Weg der Besserung. Er hat angekündigt, das Spital noch heute verlassen zu wollen. Und zwar um 0.30 Uhr unserer Zeit, dann soll es vom Militärkrankenhaus Walter Reed, wo er sich ja derzeit befindet, zurück ins Weiße Haus gehen. Schon gestern hat sich Trump vor dem Spital herumfahren lassen, um seinen Fans zuzuwinken. Er fühle sich richtig gut, so Trump. In Österreich sind wir noch nicht so weit, so viel wissen wir bisher. Im engsten Umfeld des Kanzlers gibt es einen Corona-Fall. Sebastian Kurz und auch Vizekanzler Werner Kogler haben jetzt alle Termine erst einmal abgesagt. Jetzt wird die gesamte Regierung einen Corona-Test machen müssen. Kurz und Kogler sollen zuletzt am Mittwoch Kontakt mit dem infizierten Mitarbeiter gehabt haben. Sie fallen allerdings nicht in den engen Kontaktpersonenkreis. Die Testergebnisse sollen heute, eben ganz spät in der Nacht noch, oder morgen dann vorliegen. Harald Jungreuth-Meyer ist für uns vom Bundeskanzleramt, ist also an den Informationen noch ein bisschen näher dran. Weiß man denn schon genaueres? Wann kommen die Ergebnisse? Also noch heißt es warten auf diese Testergebnisse, die nach Bekanntwerden der Infektion dieses engen Mitarbeiters des Bundeskanzlers gemacht wurden. Es wurden ja ganz viele Personen getestet. Es sind einerseits die Regierungsmitglieder mit Ausnahme der Ministerinnen Schramböck und Gewessler. Die waren nicht am Mittwoch beim Ministerrat, bei dem es eben zu der Infektion gekommen sein könnte, weil der enge Mitarbeiter dort auch anwesend war. Es gibt eigentlich nur ein, und es wurden auch Mitarbeiter der Minister und der Kabinette getestet, insgesamt 80 Personen. Es hat geheißen, das könnte noch heute Nacht oder im späten Abend bekannt werden oder eben morgen in der Früh. Aber derzeit, ich habe telefoniert sowohl mit dem Büro des Bundeskanzlers als auch des Vizekanzlers und da hat es noch keine Ergebnisse gegeben. Es gibt nur ein Ergebnis, das ist von Gernot Blümel. Das war ein Routinetest, den er heute früh nach vorbekanntwerden der Infektion gemacht hat. Der ist negativ. Trotzdem hat Blümel bis auf Weiteres alle Wahlkampftermine, er ist ja auch Spitzenkandidat in Wien, abgesagt. Ganz kurz noch, wenn, und das ist jetzt Spekulation, aber wenn der Kanzler oder der Vizekanzler jetzt positiv sind, was hätte das für Auswirkungen auf den Regierungsalltag? Darüber will man grundsätzlich nicht so gerne sprechen, weil man sagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, das seien Vorsichtsmaßnahmen, diese Testungen. Im Bundeskanzleramt hat man aber für den Fall doch genaue Vorstellungen. Hinter mir im Bundeskanzleramt, vielleicht sieht man ja die beleuchteten Fenster, das sind rund 20 enge Mitarbeiter, Kabinettsmitarbeiter des Bundeskanzlers in Selbstisolation. Sie werden die Nacht dort verbringen. Der Bundeskanzler ist zu Hause und sollte er positiv sein, dann ist der Plan, dass er zu den Mitarbeitern hier stößt, dass man ihm isoliert bleibt und von hier aus die Amtsgeschäfte führt. Also dann gäbe es eine Corona-WG im Kanzleramt. Harald Jungreuth-Meyer, vielen Dank, dass Sie für uns zu später Stunde noch bereitstehen. Ja, als man noch nichts wusste von diesem Corona-Fall im Kanzleramt, da wollte Sebastian Kurz ja eigentlich ab heute Termine zum Thema Arbeitsmarkt wahrnehmen. Der österreichische Arbeitsmarkt steckt ja seit Corona in einer tiefen, tiefen Krise. Ein prominentes Fallbeispiel ist der Kristallkonzern Swarovski in Tirol. Dort haben heute die Kündigungsgespräche für 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begonnen. Seit 125 Jahren ist der Kristallkonzern in Wattens eines der Aushängeschilder der österreichischen Wirtschaft. Seit heute werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort in Kleingruppen über die Modalitäten ihrer Kündigungen informiert. Weil es so viele sind, wird das voraussichtlich bis 20. Oktober dauern. In Wien warnt Wirtschaftsministerin Schramböck quasi in Vertretung des Bundeskanzlers heute vor einer weiteren Verschlechterung der Wirtschaftslage. Jede Neuinfektion ist eine potenzielle Gefahr für unseren Standort.
Das muss uns allen gemeinsam klar sein. Für die bestehende Wintersaison gäbe es aber noch Hoffnung, sagt die Wirtschaftsministerin, wenn alle in Österreich mithelfen würden. Da müssen wir die Ansteckungen entsprechend reduzieren. Das ist für mich der wichtigste Faktor. Ein vorsichtiger Umgang mit der jetzigen Situation ist gefragt. Und jeder und jede kann hier einen Beitrag leisten, um Arbeitsplätze entsprechend abzusichern. Für die 1000 Swarovski-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt das zu spät. Indirekt aber ist der Konzern auch vom Tourismus abhängig. Die angeschlossenen Kristallwelten in Wattens etwa waren vor Corona immerhin zeitweise die am zweitmeisten besuchte Sehenswürdigkeit Österreichs, nach dem Schloss Schönbrunn in Wien. Ja, immer mehr Firmen bauen Jobs ab. Josef Muchic, SPÖ-Sozialsprecher im Parlament und oberster Baugewerkschafter, sagt dazu heute, die Regierung habe den Sommer verschlafen. Er ist jetzt live bei mir im Studio. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herr Muchic, wir haben Fixkostenzuschüsse, wir haben Härtefallfonds, die Verlängerung der Kurzarbeit bis 2021. Diese und andere Maßnahmen wurden ja teilweise mit Zustimmung der SPÖ beschlossen. Jetzt soll laut Kanzler auch noch mehr kommen. Wo hat denn die Regierung ihrer Ansicht nach den Sommer verschlafen? Die großen Konjunkturpakete fehlen, die Beschäftigungsprogramme fehlen. Auch viele angekündigte Pakete, wie zum Beispiel das Stadthotelpaket, fehlt. Das heißt, es sind tatsächlich mehr als 6 Monate verschlafen worden, um hier diese Pakete, die Konjunkturpakete, auf die Reise zu bringen. Das heißt, Ihnen fehlen Einzelmaßnahmen. Aber würden Sie jetzt sagen, dass man wirklich diese Wirtschaftskrise grob verschlafen hat? Ist das nicht ein bisschen drastisch? Ja, schon, man hätte ja wesentlich früher beginnen können. Das heißt, spätestens mit dem Zeitpunkt, wo nach dem Lockdown wieder die Wirtschaft hochgefahren ist, haben ja auch die Wirtschaftsexperten prognostiziert, es braucht wesentlich mehr. Wir werden in den Winter in eine neue Rekordarbeitslosigkeit stoßen in der Zweiten Republik. Und alle diese Pakete, die hier vorgeschlagen worden sind, allein die SPÖ hat hier 3 Konjunkturpakete vorgeschlagen in den verschiedenen Bereichen, auch Gewerkschaften haben mir Pakete vorgeschlagen. Das ist alles nur in den Schubladen dementsprechend abgespeichert worden oder hinterlegt worden. Aber man hat diese Pakete nicht rechtzeitig begonnen zu bearbeiten. Auf die Vorschläge würden wir dann gleich noch eingehen. Aber jetzt haben Sie die Wirtschaftsexperten angesprochen. Und da gab es diese Woche auch eine große Studie des Sozialministeriums zu den sozialen Folgen der Pandemie. Ich zitiere WIFO-Chef Christoph Badl, der sagt, durch die Wirtschaftspolitik der Regierung wurde Corona ganz wesentlich abgefedert. Schätzt er das vollkommen falsch ein? Ja, Corona zwar abgefedert, das heißt aber, wir müssen ja aus der Gesundheitskrise jetzt alles schauen, dass wir nicht in eine Wirtschaftskrise noch tiefer hineinschlittern. Dann gehen wir auf die Vorschläge der SPÖ ein. In ihrem sogenannten Kraftpaket für die heimische Wirtschaft fordern Sie 40 Milliarden an Investitionen in den Arbeitsmarkt in den nächsten 4 Jahren. Heißt das jetzt konkret, Sie wollen im Budget 2021 10 Milliarden? Jetzt sind einmal 13 Milliarden angekommen an Investitionspaketen, die mit der Gießkanne ausgeschüttet werden. Das ist auch eine Kritik von uns, die Mitnahmeeffekte auch mit sich bringt. Und zusätzlich würden jetzt für 2021 8 bis 10 Milliarden fehlen. Über eine Maßnahme möchte ich mit Ihnen noch sprechen. In Deutschland hat der SPD-Arbeitsminister vorgeschlagen, dass es einen Rechtsanspruch auf Homeoffice geben soll. Die Gewerkschaft dort unterstützt das. Warum schlägt die SPÖ sowas für Österreich nicht vor? Da gibt es viele offene Fragen zu lösen bei diesem Rechtsanspruch für Homeoffice. Es geht darum, wie sind die Menschen zu Hause versichert, wie erfolgen Aufzeichnungen von Arbeitszeit und sonstige Maßnahmen. Aber fänden Sie es grundsätzlich sinnvoll? Ich glaube, da möchte ich nicht vorgreifen, was hier dementsprechend die Sozialpartner verhandeln. Herr Muchic, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Ja, und den eben angesprochenen Vorschlag von Deutschlands SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil, das Recht auf Homeoffice gesetzlich zu verankern, den schauen wir uns jetzt genauer an. Wer will, der soll künftig einen Anspruch darauf haben, einige Tage im Jahr von zu Hause aus arbeiten zu dürfen. Marina Gleitzmann berichtet aus Berlin. Der Esstisch als Arbeitsplatz. Für Katharina Niesert gehört das längst zum Alltag. Einmal pro Woche arbeitet sie aus dem Homeoffice. Ausschlaggebend war Corona. Die Situation, dass alle zu Hause waren und von zu Hause arbeiten mussten und das sehr gut geklappt hat. Das meint auch der Arbeitsminister. Er will das Homeoffice deshalb jetzt per Gesetz aufwerten, mit einem Rechtsanspruch auf mindestens 2 Tage im Monat. Die sollen digital erfasst und ordentlich versichert werden. Es geht darum, dass wir die rechtliche Situation der Beschäftigten stärken, damit sie flexibler arbeiten können. Es geht nicht darum, irgendjemand ins Homeoffice zu zwingen, sondern die Möglichkeit zu schaffen. Kritik kommt von der Gewerkschaft, denn nicht für jede Berufsgruppe ist Homeoffice machbar. Und für alle anderen könnte es auch mehr sein. Wenn Menschen mehr Zeitsouveränität erhalten sollen, dann sind
ein Tag alle 14 Tage Anspruch auf Homeoffice ein bisschen spärlich. Der Koalitionspartner wiederum möchte nicht zur Heimarbeit verpflichten. Homeoffice ist eine große Chance für die Wirtschaft, aber der Rechtsanspruch ist Quatsch. Beliebt ist das Homeoffice jedenfalls. Jeder dritte Deutsche arbeitet mittlerweile manchmal von zu Hause aus. Und die meisten könnten sich das auch nach Corona gut vorstellen. Zurück nach Österreich und zur Kultur jetzt. Ruth Mader ist eigentlich bekannt als Filmregisseurin. Ihr neuestes Werk ist jetzt eine Ausstellung. Fotoserie Siemensstraße heißt dieses Projekt, das Menschen in Gemeindewohnungen im ehemaligen Arbeiterbezirk Floridsdorf ins Rampenlicht stellt und jetzt noch bis Ende Juni zu sehen ist. Im Besucherinnenzentrum der Siemensstraße ist heute viel los. Aus der ganzen Stadt sind sie gekommen, um das Porträt eines Gemeindebaus zu sehen. 3 Monate lang hat Ruth Mader dafür in 20 Wohnungen fotografiert. Mich hat daran interessiert, zu zeigen, wie leben Leute bei gleichen Grundrissen, wie werden diese gleichen Grundrisse unterschiedlich belebt, was für verschiedene Menschen leben in diesen Gemeindebauten, wie gehen sie mit ihren Wohnverhältnissen um. Menschen, Einrichtung, Architektur werden von der Filmemacherin wie Stillleben in Szene gesetzt, etwa das Paar Nasli. Seit 1977 wohnen sie in Floridsdorf. So viel Aufmerksamkeit ist für den pensionierten Unternehmer neu. Und alle Leute mich anrufen, was ist das, das war so schön, war das haben wir schön gemacht, die Frau Mader. Dass die Fotos auch in Floridsdorf ausgestellt werden, war der Filmemacherin wichtig. Sie möchte die Bewohnerinnen der Siemensstraße sichtbarer machen und in Erinnerung rufen, dass Wien nicht an der Donau endet. Letzter Programmpunkt bei uns, der Blick aufs Wetter. Morgen wird es vor allem im Osten Österreichs sehr sonnig. Am Nachmittag beginnt es von Vorarlberg bis nach Salzburg wieder leicht zu regnen. Die Temperaturen steigen dann auf 14 bis 20 Grad. Der sonnigste und wärmste Tag in dieser Woche wird wahrscheinlich der Freitag. Etwas kühler und unbeständiger wird es am Mittwoch und dann auch am Sonntag. Ein Hinweis noch, Österreichs Tennisass Dominic Thiem steht ja im Viertelfinale der French Open. Die Partie gegen den Argentinier Diego Schwartzmann übertragen wir morgen live in ORF 1 ab 13.50 Uhr. Das war die letzte Zeit im Bild des Tages von uns allen hier. Noch eine gute Nacht.